Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun 2, die vergessene Epoche. Nee, nur kurz, die vergessene Epoche, scheiß drauf. Ich werde wahrscheinlich meistens kurz Golden Sun 2 sagen oder so. Naja. Ja, letztes Mal haben wir das Intro gemacht, sind noch nicht mal damit fertig, aber sind schon, ziemlich lange dabei, wenn man so will. Na gut, langes Intro ist halt lang. Ja, wir sind jetzt hier auf der Insel, wurden gerade von einer riesigen Flut wieder erwischt und möchten wir uns auch Verletzungen untersuchen? Ja, könnte vielleicht ganz schlau sein, wenn wir getroffen wurden von der Welle. Mal sehen, welcher Arm funktioniert. Linker Arm funktioniert. Arm ist noch dran. Guter Start. Rechts Bein, linkes Bein. Ja, scheint zu funktionieren. Yep, du bist völlig in Ordnung. Super. So. Jenna, du bist unsere Schwester. Graydon, ich hasse dich. Hey, Cosmo, wie geht's denn so? Oh, welche Stimme habe ich denn gegeben? Scheiße, es war. Wann habe ich aufgenommen? Vorgestern? Gut, dass mein Gedächtnis funktioniert. Die Welle. Das ist ein Buch. Was ist aus der Flutwelle geworden? Ich dachte, es wäre um uns geschehen, aber es scheint, als wären wir alle wohl auf. Ich glaube, das wäre die Stimme von Jenna. Aber soll's. Und wir haben das Festland erreicht. Die Flutwelle war letztendlich das Beste, was uns widerfahren konnte. Sofern ihr noch lebt, ja, ne? Ich frage mich, wo wir wohl sind. Wir sollten uns ein wenig umsehen. Cosma gehört zum Team. Yay! Status da. Cosma. Auch Level 5. Genau wie wir. Ein Windseher, also ein Windadept. Und er, der Junker. Der Joker, oh mein Gott! Der Erdadept. Ja, kann schon beben und Erdbeben. Oh, beides. Geil. Verschieber, den. Und Heilung. Sekunde mal kurz. Dann sehe ich doch gerade Verschieber. Den werde ich des Öfteren brauchen. Lege ich mir also erstmal auf L, so ist genau. Cosma hat den Geistleser. Es ist gut möglich, dass ich auch den mal am Anfang öfters brauchen will, deswegen lege ich mir den schon mal auf R. Schaut ganz gut. So, Jenna, wie geht's dir? Was? Nee, wie hab ich sie gesprochen? Was mache ich denn hier auf dem Boden? Oh, ich muss wohl das Bewusstsein verloren haben, als wir von der Welle erfasst worden sind. Hey, wir haben Land gefunden. Die Welle muss uns hergetragen haben. Was für ein Glück. Hast du schon die anderen untersucht? Geht's ihnen gut? Ja, denen geht's gut. Großartig, dann lass uns gehen. Jenna gehört zum Team. Darf ich noch kurz gucken? Keine Psy-Energie? Wahrscheinlich nur keine, die ich außer von Kämpfen einsetzen kann. Genau. Ja, Dunst und Flamme kennen wir schon. Haben wir noch jemanden hier? Ja, hier lägt noch Graydon, aber... Ich mag Graydon nicht, ich hau ab. Ey, Felix! So ein Mist. Das funktioniert aber auch nie, ne? Du wolltest mich doch nicht verzeugen lassen, oder? Also, nein, nein, natürlich nicht. Wer käme denn auf so eine Idee? Das wird doch niemals jemand tun. Sian, das Festland. Die Welle hat uns wieder aufs Festland gespült. Ich gehe davon aus, dass du mich in all dem Aufruhr einfach vergessen hast, oder? Ja, ja, so muss es wohl gewesen sein. Schon gut, Craig. Nicht so ungut, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Verständlich, aber noch hättest du auf mich warten sollen, Felix. Wie auch immer, lassen sie dich aufbrechen. Graydon gehört zum Team. Und er ist nutzlos. Übrigens, wo ist Alex geblieben? Er scheint nicht mehr auf der Insel zu sein. Denkt, er ist alleine losgezogen. Ja, sieht so aus, wa? Dann habt ihr wohl keinen Sinn, noch weiter nach ihm zu suchen. Vielleicht ist er auf der Suche nach einem Schiff. Alex möchte ein Schiff finden? Hast du denn vergessen, was er gesagt hat? Ja, habe ich. Er möchte, dass die Alchemie wieder ihren alten Stellenwert in der Welt einnimmt. Wenn er die Leuchttürme der Elemente entzünden kann, wird er damit auch Erfolg haben. Aber warum dann das Schiff? Die verbliebenen zwei Türme können nicht über den Landweg erreicht werden. Jenseits der östlichen See muss kein Leuchtturm mehr entzündet werden. Also was sollen wir, jetzt tun? Es gibt Jenna bald die normale Stimme, die hier. Wir müssen die große westliche See erreichen. Die westliche See? Soll das unser Ziel sein, Felix? Jo, Jenna hat jetzt eine männliche Stimme. Pech gehabt. Gut gesprochen, Felix. Worauf warten wir dann noch? Genau, das Leben unserer Eltern hängt davon ab. Wie steht's mit dir, Cosma? Was meinst du? Es steht uns nicht gerade ein gemütlicher Spaziergang bevor. Und es gibt keinen Grund, warum du dich der Gefahr dieser Reise stellen solltest. Habe ich recht, Felix?
Nein, du hast nicht recht. Felix erinnert sich, es gibt einen Grund dafür, dass ich mit euch weiterziehen muss. Ob es jetzt einen Grund gibt oder nicht, scheißegal. Crayden hat nicht recht. Dann wäre alles kaputt. Was meinst du damit, Cosmo? Welchen Grund? Es ist mein Schicksal. Auch von Schicksal. Das Abenteuer ist dein Schicksal? Hättest du uns das nicht schon früher sagen können? Aber wie sollen wir dir vertrauen, wenn wir nicht wissen, warum du bei uns bist? Es tut mir leid, aber ich bitte euch, nehmt mich mit. Ihr müsst, ihr braucht mich. Hat sie nicht ganz unrecht. Stimmt, brauchen sie. Nein, wir brauchen sie. Ich kenne Cosmo, die ist gut. Ich verstehe nicht ganz, warum genau sollten wir dich brauchen. Crayden, der einzig Nutzlose dieser Truppe bist du, weil du nichts kannst. Ja, also bitte, Cosmo kann zumindest kämpfen. Ihr wisst, dass ich ein Adept bin, nicht wahr? Ich habe die Macht über den Wind, wie Felix bereits weiß. Du wusstest, dass er ein Windadept ist? Ja, ihre Klasse ist der Windseher. Zadros muss seine Spitze des Leuchtturms erwähnt haben, ich verstehe. Ah ja, das auch. Sie haben sofort erkannt, dass ich ein Windadept bin. Sie haben mich wegen meiner Kräfte entführt. Sie braucht mich, um ihre Ziele zu erreichen. Stimmt, sie brauchten jemanden, der über eine Ausrichtung verfügt, welche ihre ergänzt. Sie sagten, sie bräuchten einen Winteradepten, um den Jupiterleuchtturm zu entfachen. Natürlich, ich vermute, dass auch wir dort deine Kräfte benötigen werden. Wir müssen nicht mehr zum Jupiterleuchtturm, Crayden. Wie ihr seht, braucht ihr mich wirklich. Na gut, ich denke, ich verstehe jetzt einiges mehr. Aber du möchtest doch sicher wissen, was sie mit Schicksal meinte, oder? Pff, scheißegal. Ich will Cosmo nur im Team haben, das ist gut. Oh, dann geht es wohl nur mir so. Zu schade, dass ich nicht so wie Cosmo Gedanken lesen kann. Ich bin sicher, dass sie uns alles eignet, wenn die Zeit dafür gekommen ist. So ist es doch, oder, Cosmo? Ich denke, für den Moment sollten wir Cosmo einfach unser Vertrauen schenken. Oh, ich bin völlig ausgehungert. Wollen wir nicht endlich weitergehen? Crayden, du hast diesen Dialog hier angefangen. Also Schnauze! Ich meine, also Schnauze! Jo, wir sind, hab ich kurz, ja, auf R haben wir eine Karte, genau. Weg uns gerade die ganze Scheiße wackelt wieder, Drecksroms. Ja, Originalspiele sind halt oftmals echt besser. So, wir sind hier auf... Ich weiß nicht, wie der Kontinent heißt. Das hier da oben jedenfalls war, meine ich... Ich glaube, der hieß Angara und der hier hieß Gondovan, glaube ich. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. So, und wir sind jetzt hier auf, wie auch immer der Kontinent heißt. Es fehlt echt, dass die Namen eingetragen werden. Ja, jedenfalls hier oben haben wir damals, ich glaube, hier oben in der Ecke haben wir damals das Abenteuer gestartet. Und, ja, haben uns hier komplett durchgearbeitet, bis wir jetzt, was ist denn, meine ich, hier durchgearbeitet. Und irgendwo hier in der Gegend müssten wir aufgehört haben. Ich weiß nicht genau, wo, ich glaube, hier oben war es. Und jetzt sind wir hier runtergekommen. Okay. Leute, hier sind wir jetzt und unser Abenteuer. Man merkt übrigens, vielleicht, wem es noch nicht aufgefallen ist, die Weltkarte ist ein kleines bisschen größer geworden seit Golden Sun 1. Ja, was könnte das nur bedeuten? Vielleicht, dass wir diesmal die gesamte Scheißwelt besuchen können. Mit Ausnahme von diesem Kontinent und der Hälfte dieses Kontinents. Da werden wir leider nicht mehr hinkommen. Wobei es sowohl einen Glitch gibt, mit dem man hier irgendwie doch noch hinkommen kann, dass man Vale und... Ich glaube, die Stadt hieß Emil besuchen kann. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. So, jedenfalls, wir sind hier in Daila. Und was ich halt vielleicht kurz mal anmerken sollte, gerade weil wir... Ups. Kurz auf die Weltkarte. So. Gerade weil wir so eine riesige Weltkarte haben, die wir am Anfang noch nicht so richtig, aber später wirklich fast komplett frei erkunden können. Habe ich neben mir hier eine, könnt ihr nicht sehen, aber habe ich eine, eine Art Liste der Orte, die in der Reihenfolge, wie ich sie besuchen möchte, da das A der Weg ist, den wir im Grunde gehen müssen, jetzt ist auch Daila hier drin getragen. Und, es ist für mich so eine Art selbstkreierter Walkthrough, wo ich mich entlang hangeln werde, einfach damit ich mich nicht verlaufe. Ich hoffe, dass dadurch ich einfach nichts übersehe, weil da müsste alles drinstehen, was ich über das Spiel weiß. Müsste. Ich hoffe, das steht jetzt wirklich nichts hin, was noch fehlt, aber
falls dem so ist, dann weiß ich es halt nicht. Das hilft mir dann auch nicht. Und ich habe natürlich auch wieder eine Liste für die ganzen Djinns, welche ich natürlich auch noch später sammeln möchte. Beziehungsweise immer sobald sammeln möchte, sobald es möglich ist. Sagt ihr irgendwas Interessantes? Ja, ja, wir haben bestimmt schon mal hier. Achso, nee, warte, wir waren nicht hier. Na gut, dann eben nicht. Scheiß drauf. Ey, doch. Salzwasser. Ja, Salzwasser ist oftmals unpraktisch. Oh, ein Inn. Sehr schön. Und ein paar Kisten. Ja, yeah, eine Rauchbombe. Gut, ich habe was zum Verkaufen. Haben wir Startkapital. Ich sollte auch den Geistleser zu benutzen. Ich bin die ganze Zeit dabei, mit R das Menü zu öffnen. Da unten ja. 231 Münzen. Wobei, was heißt mit R das Menü öffnen? R ist bei mir Numblock 0. Und deshalb, ja. Steuerung aus anderen Spielen. Also über Rüstungen sagen. Erstmal möchte ich... Ups. Eine Artefakte wären auch geil, hat aber natürlich nicht. So, du hast aber diese nutzloses Ding, die ich verkaufen möchte. Ja, verstehen. Ich sehe gerade, wir haben hier noch den Schamanenstab. Kann man nicht verkaufen, aber vielleicht... Ist der am Anfang? Ja, der ist am Anfang stärker. Dann kriegt ihn erstmal Cosma. So. Dann kann ich auch den Holzstab verkaufen. Und dann können wir hier noch gucken. Baumwollhemd. Reisejacke. Kostet 50 Münzen, nehme ich. Ich liebe diese Machart des Spiels, dass man die Rüstung automatisch anlegen kann und die alte Rüstung vor allem dabei direkt mitverkaufen kann. Das ist so geil. Schild nämlich auch direkt mal mit. Ich setze jetzt am Anfang erstmal auf Rüstung. Solange ich noch keine Möglichkeit zum Heilen habe, die sollten wir allerdings sehr schnell bekommen und auch so ist am Anfang ein bisschen Rüstung nicht verkehrt. Waffen gibt es wahrscheinlich eh noch nicht viel Gutes, deswegen... Naja. Erstmal die Rüstung. So, Waffen, du hast schätzungsweise genau auch keine Artefakte. War zu erwarten. Was hast du denn noch so? Ein Langschwert. Okay, das wäre natürlich geil. Ist jetzt aber zu teuer. Kurzschwert, das haben wir bereits. Kann jemand von euch ein Kurzschwert tragen? Oh, doch. Jenna? Das Kurzschwert könnte durch sein. Okay, dann kann es sein. Eine Keule, ist die irgendwie besser? Nö. Holzstab hatten wir auch schon. Okay. Also, das Kurzschwert von... Ah ja, da unten steht die Klasse. Durch. Ja. Bedeutet... Felix Kurzschwert könnte ich an Jenna weitergeben, aber ich bräuchte ein Langschwert für ihn. Das bedeutet, ich brauche ein paar Münzen. Der Holzstab wird nie mehr genug Münzen dafür einbringen, deswegen versuche ich das jetzt gar nicht erst. Sondern, da ich weiß, wo ich hin muss, gehe ich jetzt erstmal der Story nach, da ich jetzt im zweiten Part auch ein bisschen was erreichen möchte. Wir trödeln sonst wieder so viel rum. War das hier? Nein, hier war es scheinbar nicht, oder? Geht mir aus dem Weg, ihr steht mal im Weg. Ah, lass mich Arzt, ich bin durch. Scheiße, komm ich durch. Vielleicht war es auch ein anderes Gebäude. Was ist denn das hier? War zu erwarten, dass hier irgendwas ist. Okay, hier war es nichts. Nee, ich weiß gerade nicht. Ah, hier ist der Heiler. Okay, hier kann ich aber noch nichts machen. Nach Süden geht's, glaube ich, weiter. Kommen wir nur gerade irgendwie ziemlich schlecht hin. So, da. Hey, du verkaufst Items, ich gerade. Heilkraut im Gegengift. Ja gut, brauche ich am Anfang jetzt nicht unbedingt. Oh! Ah, jetzt kommt er schon, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, noch können wir da echt nichts machen in Daila. Ich habe nur aufgeschrieben, wo ich immer hin muss. Und wenn es was wirklich Wichtiges ist, habe ich mir aufgeschrieben, was ich machen muss. Aber... auf meiner schönen Liste hier steht halt nicht, was ich in einzelnen Orten alles mal genau tun muss, sondern nur, wo ich hin muss. Hey! Du scheinst schon einiges über uns zu wissen, ein wenig über uns zu wissen. Ja, kleiner Venus-Gin, du bist, Echo-Lotte-Liste. Du weißt alles über uns, also musst du ein Adept sein. Selbst ich weiß das. Du siehst aus, als wärst du neu hier, ne? Auf einer Reise in einem fremden Land. Ich muss meine Kameraden finden, als der Vulkan ausbrach, sind wir voneinander getrennt worden. Würdest du mir behilflich sein, meine Freunde auf den Reisen zu suchen? Wenn ich euch begleiten darf, verspreche ich euch, den Adepten von großem Nutzen zu sein. Eure Psyniken werden stärker und auch eure Fähigkeiten als Adepten werden sich verbessern. Du kannst es im Kampf zur Hilfe rufen oder unsere Kräfte nutzen, um deine eigenen zu verstärken.
Schaust du mehrere von uns zur gleichen Zeit, werden unsere Kräfte vereinen. Sich unsere Kräfte vereinen. Was sagst du? Nimmst du mich mit? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn man Nein sagt, aber ich will es auch gar nicht erst versuchen, weil natürlich. Ich bin erst unglücklich, du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. Echo, der Venus-Djinn ist nun Isaaks Verbündeter? Aha! Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fehler in der ROM ist oder ob es im Originalspiel auch so ist. Das könnte ich zwar nachgucken, dann müsste ich jetzt allerdings in das Spiel suchen. Deswegen nein. Einführung brauche ich nicht. Ich kenne, weiß nicht, wie man damit umgeht. Ach ja, wenn du noch mehr über uns erfahren willst, ja, Hilfemenü. Schön. Yay, der erste Venus-Djinn. Man kriegt immer einen Venus-Djinn am Anfang. Das ist schön. Ja, und davon gibt es eine ganze Menge, die uns natürlich, also von jedem Element gibt es die Djinns, die ich mir alle holen möchte. Wofür ich auch wirklich eine Liste brauche, weil ich möchte ja nicht unbedingt alle übersehen. Zwischendurch. Ich glaube, wir... Ich kann uns... Nein, was war hier? Ja. Ah, Djinns, genau hier. So, du kannst erstmal mit ihm verbünden. Keine Veränderung in den Synergien, aber ja, ein bisschen die Werte erhöhen. Das ist doch schon mal okay. Ich glaube, wir müssen in diese Höhle. Ich weiß nicht, ob wir wirklich rein müssen, aber auf jeden Fall können wir rein. Und ich weiß, dass man hier schon irgendwas machen kann. Also gut, ich werfe das da jetzt nochmal. Bloß nicht wieder daneben. Oh nein, du hast schon wieder vermasselt. Tut mir leid, aber ich schaffe es einfach nicht. Ich dachte, ich hätte Glück gehabt, als mich diese Welle hier heraufgetragen hat. Spinnst du? Sie hat dir für gut 10 Minuten die Lichter ausgeblasen. Naja, ja, ist ja schon gut. Finde besser aus, wie ich hier von hier wegkomme. Gut, spring bloß nicht von dort runter und versuch auch sonst nichts Dummes. Kann ich hier schon irgendwas machen? Also ich weiß, wo ich auf jeden Fall hin kann, wo ich was machen kann, aber... Ich weiß gerade nicht, ob ich vorher schon hier was machen kann. Es ist eine Weile her, dass ich gespielt habe. Hier kann ich noch nichts machen, okay. Dann scheinbar nicht. Dann werde ich mich hier erstmal auch wieder zurückziehen. Warte, warte, was ist denn hier? Nee, das ist ein Rückweg. Okay, sieht nicht so aus, als könnte ich hier was machen. Dann falscher Alarm. Hier bringt es uns noch gar nichts zu sein. Da, 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 da. Dann mache ich mich mal auf den Weg nach... Steht kein Name, steht nur, was ich dahin muss. Da unten ist der Ort. Ich möchte mich jetzt allerdings, das wird bei mir wahrscheinlich auch öfter so sein, dass ich mich immer mal ein bisschen auf der Karte umgucke. Einfach, ja, weil es mich natürlich auch interessiert. Es ist für mich eine ganze Weile, als ich Spiele gespielt habe, deswegen möchte ich mich ein bisschen umgucken. Na gut. Okay, hätte ich natürlich dann denken können, Cosma ist die schnellste. Winterdeppen sind ja meistens recht schnell. Und Ivan war vor allen Dingen obendrein noch recht zerbrechlich. So zerbrechlich ist Cosmo nicht. Ich glaube, hier kann ich noch gar nicht lang. Zumindest bringt das mir nichts. Nee, das müsste uns zum Plateau von Dekan führen, wo wir noch gar nichts machen können, oder? Ach, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Es ist viel zu lange her für mich, gerade der Anfang des Spiels. Deshalb laufe ich mal den Weg hier, weil da müssten wir auf jeden Fall irgendwo hinkommen. So, müsste hier irgendwo mal... Eine Brücke oder so sein, glaube ich. Ja, da ist sie. Schön, dass man auf der Karte so ein bisschen rauszoomen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen. So. Okay, du greifst den an, du greifst die beiden an, du greifst die beiden an. Das sollte passen. Oh ja, die gehen ziemlich schnell down. Ja, stimmt. Ah, okay, das reicht aber leider nicht. So, hier müssen wir hin, zu diesem kleinen Schrein oder Tempel. Tempel von Kandorea. Nachdem die Zeit der Meditation angebrochen ist, darf niemand das Tempelgelände betreten. Ja, egal. Wir finden schon unseren Weg. Ich kann auch. Das stimmt, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich bin der Geistleser. Ich habe super oft Meister Poi sprechen zu hören, aber ich muss ja Wache schieben. Langweilig. Okay, bringt also noch nichts. Also. Geil, was heißt, bringt nichts, Sie waren sich sehr verdächtig, das funktioniert auch, Felix. Schnauze, Crayden. Geistleser ist so eine Fähigkeit, die kann zwar, doch ganz schön sein. Ich
Ich werde es aber vermutlich eher selten einsetzen. Ausgezeichnete Arbeit, Felix hatte stets auf verdächtigen Ausschau, Schnauze Craden. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Genau. Geistleser ist zwar nicht ganz schön, weil man ja echt jeder, mit jeder Person eigentlich die Gedanken lesen kann. Werde ich wahrscheinlich nicht oft machen, auch weil es von ihr eine Menge Zeit kostet. Und die Informationen dabei sind jetzt oftmals, können zwar interessant sein, aber nicht so, so nützlich jetzt nicht unbedingt. Bitte störe nicht meine Konzentration. Ich bin leichter als Luft. Ich schwebe, ich erhebe mich. Und das ist frei, mein Körper ist leicht. Und jetzt schwebe. Körper sagt nein. Bevor wir hier reingehen, denke ich, werde ich jetzt hier schon wieder Schluss machen. Ja, wir sind nicht so weit gekommen, aber ja, jetzt am Anfang wird es sich noch ein bisschen in die Länge ziehen. Das geht aber recht schnell. Ab dem nächsten Mal haben wir auf jeden Fall schon vernünftig was zu tun. Sag ich jetzt mal. Und bis dahin. Ciao.